Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen weiter Holz. Leider ist es noch ein Wetter hier wie heute. Sauwetter, Regen. Vorher war noch kurz Symbol gewesen Schnee. Jetzt wieder Symbol Regen. Aber gut, was soll's, ne? Vielleicht taut er morgen auch weg. Gut möglich. Wäre auch nicht schlecht. Dann können wir hier mit dem LKW rein und die Bäume holen. Schauen wir den Nachtstall wieder unten kriegen. Dann können wir morgen noch ein bisschen Gülle verkaufen. Also beziehungsweise zur übernächsten Folge. Zur nächsten Folge eher machen wir eher Tiere. So in der Reihenfolge Tiere müssen wir auch gemacht werden. Also pro Tag einmal kurz versorgen. Ja, es donnert und blitzt und nicht, aber donnern tut es jedenfalls. Hier müssen wir sehen, dass wir heute die kalte Jahreszeit über die Runden kriegen hier. Das war aktuell nur Holz, aber andere wäre auch blöd, wenn wir Schnee fahren würden, ne? Mit beziehungsweise mit der Schneefräse fahren würden, ne? Das wäre jetzt ungünstig hier, ne? Holz nehmen wir mit. Mal sehen, wollen wir den loswerden. Meistens fällt er von alleine runter. Meistens. Ja, das ist heute meine letzte Folge für heute. Eine Aufnahme. Dann kann ich morgen in aller Ruhe bearbeiten. Anfangen. Und wahrscheinlich mit für hochladen. Mal sehen. Ach, jetzt hat wieder Schnee. Ich weiß nicht, was er will. Ja, minus 0. Also 0 Grad. Unter 0. Ja, gut. Wetter können wir nicht beeinflussen, ne? Aber eins steht fest. Der späte Winter ist mal vorbei. Jetzt kommt näher 0 Uhr die Meldung. Gehen wir auf 8. 60. Es gibt der Frühling. Aber Frühling. Da kann auch noch Schnee fallen, ne? Also schließt man nicht aus. Man soll das Winterende nicht zu früh herbeiloben. Dann kommt das auch noch mal ganz kurz und kräftig. Man weiß ja nie, ne? Ach, Baumstümpfe. Auf Allrad, ne? Geht besser. Ah, jetzt hört's auf. Ist auch kalt geworden, ne? Also wird auch nicht wegtauen, ne? Heute kann die WGA nicht viel bringen, wir haben ja nicht viel Gülle verkauft, ne? War ja eh nicht mehr da. So, da fällt nichts. Also den Baumstamm verlieren. Oh, der Frühling ist da. Blumen und Bäume blühen, das ist Zeit, Felder vorzubereiten. Aussehen. Aha. Na, 90.000 immerhin, ne? Aber, Frühling ist da. Weil wir können ja eine Gruppe hinstellen, ne? Das können wir machen.
Das können wir tun. Wir wollen ja für 12 Gruppen und ja später einen Güller einbringen. So, den brauchen wir nicht. So. Der Dranne? Jo. Das ist der Gruppe. Die Gruppe soll ja. Entschuldigung. Der soll ja auf Feld 12 der Gruppe. Und das wird noch ein bisschen dauern, ne? Davon können wir ausgehen. Aber es wird kommen. So. Wann es kommen wird, also heute garantiert nicht, das glaube ich nicht, dass heute am Tag noch was kommt. Der Schnee muss das weg sein. So, dann müssen wir aufpassen, wegen dem anderen Fahrzeug, dass der nicht im Weg steht. Das heißt, den müssen wir jetzt ein bisschen weiter. Ja. Der soll uns hier auch nicht im Weg stehen. Aber hier am Rand kann er stehen bleiben. So. Vorbereitet. Jetzt schauen wir mal ein bisschen Gülle. Ich habe von Holz die Schnauze voll. Wegfahren geht auch nicht. Aber es wird schwierig, sagen wir so rum. Man sieht die Baumstumpen, wenn du Pech hast, nicht. Und dann fährst du mit dem LKW drauf, dann ist es zu fest. Obwohl wir eigentlich noch Glück haben vom Wetter her, dass nicht mehr Schnee liegt, ne? Sonst hätten wir sagen können, naja, es kann auch Meter oder zwei Meter sein, ne? In einigen alten Tälern hast du schon richtig viel Schnee. Extrem Jahr, ne? Und dieses Jahr haben sie bisher noch Glück gehabt, in Anführungszeichen. Oder auch Pech, das kannst du so und so sehen. Weil in der Skigebiete, da haben sie gerne ein bisschen mehr Schnee. Wo die Hochlang eigentlich immer Schnee haben. So, ja, nicht dicht gut dran. Auf ist er. Ach so. Gülle. 150.000, naja, das kann man fahren. In der Zeit kann man ja einen LKW nehmen und schon mal wegfahren. Ich denke mal, wir werden jetzt keine Silage mehr hier rausholen. Ach, das lohnt sich ja gar nicht. Machen wir Plan dazu. Da warten wir ab, bis sieht man lohnt. Behalten wir den Rest als erledigt an. So, und dann sehen wir weiter. Aber das zweite Silo werden wir erstmal noch nicht aufmachen. Das können wir immer noch aufmachen. Zur Not im Frühling, wenn wir jetzt wirklich alles in dem Bei läuft, Silage und so. Die Aussaat und Düngen vor allem nachher. Das läuft ja doch mehr oder weniger alleine. Sollte uns jetzt nicht weiter stören. Und dann können wir noch die BGH treiben. Mit ansonsten Gülle, den Tag, zwei Ladungen, gibt ein bisschen Geld. Müsste man sehen, vielleicht können wir noch packen. Das ist noch ein zweites. Ja, Mastbullen zukaufen. Das wäre ja richtig, ne? Man nimmt die Tiere mit. Also gibt da diesen Transporter. Der kann 24 Rinder fahren. Der 12. Der 14. Mal gut, hier mit 24 sind wir schon gut bei, ne? Wenn der 24 hinfährt und 24 zurück bei 150 Tieren, ist der in 5 Fahrten. Ja, 5. Müsste eine Sechste und dann die Hälfte. Dann würde ich aber die 24 voll machen.
Dann können wir einmal verkaufen, einmal einkaufen. Aber wie gesagt, das muss ja immer schnell weg sein, ne? Das hat jetzt keinen Zweck hier mit dem LKW durch die Gegend zu fahren, ne? Also. Da machen wir pro Tier ungefähr 700 Gewinn. Naja, ist nicht viel. Und wir hoffen, dass unsere Kühe auch ein paar männliche Tiere bekommen. Dann haben wir es eigentlich. Dann haben wir die 1000 von oben, ne? Aber da brauchen wir mindestens 2 Jahre, um entsprechend groß zu werden, ne? Also aktuell haben wir. Ja, das Wasser wird schon knapp, ne? Aber die Pumpe ist ja da. So. Und hier haben wir. Also 2 von 52 Tieren, Kilo. Wir haben noch mehr bekommen. Weiblich, weiblich. Weiblich, weiblich. Ist an sich gut normalerweise, weil. Die noch größer und schwerer werden. Wollen wir sehen, ne? So, jetzt kommen wir wieder. Oh, wird schon heller, es ist Frühling. Ha, ist die dunkle Jahreszeit vorbei. Jetzt gehen wir runter auf 5. Dann können wir gleich die Kühe nochmal versorgen, ne? Einmal Gülle noch holen. Mit Kühe anfangen, ne? Wir machen gleich die Kühe, wir brauchen nicht warten hier, ne? Die haben so Schnee weggefressen. Das kann ich nicht erklären. So, dann wollen wir gleich mal Wasser geben. Das erste Mal machen, Wasser geben. Gut, dass nicht eingefroren, ne? Hätte man ja sagen können, ne? Ach, ja, eingefroren. Jetzt müssen die Kühe mit Schnee zurechtkommen. Oh, hier ist eingewachsen, also mit Schnee. Bin dann gespannt, ob sie der Schnee auflöst. Na, das ist ja rein symbolisch gedacht. Glaub mir, hier wird kein Gras wachsen mehr, wenn die Kühe nur die kleine Weide haben hier. So, hier haben wir wieder Mist gebaut. Das werden wir gleich mal aufs Futter geben. Jetzt kriegen sie wieder Gras, dann wächst wieder Gras. Das ist auch besser so. Nee, den Trigger hören hier. Ist der Silage das gleiche wie mit dem Heu? Normalerweise ja. Das Teil links oder rechts? Ups. Da ist er. Siehste. Und wir ausmachen, hier noch Schnee reinbringt hier. Und da könnte jemand umbauen, ne? Als Schneefräse. Aber das ist auch egal. Wie gesagt, der Schnee taucht auf jeden Fall allein weg. Oh, minus 3 Grad. Kälter als so kalt. Aber die Sonne scheint, das ist wichtig. Wieder dauernd Regen ist, ne? So. Aber der Schnee bleibt da weg, ne? Also das ist aber die Schneemaske, ne? Das ist aber so. Das muss man vorher einstellen. Wenn wir den Modder lassen, das passt.
Aber der hält vor allem nicht an, das ist komisch. Dann weiß ich auch nicht, ob das entsprechend abzieht, ne? Das weiß ich nicht. Wäre schlecht. Weiß, weiß, alles weiß. So. Mach da mal ein Foto, Junge. Mach da mal ein Foto. In der schönen Landschaft. So. War das F11 oder F12? Dann nie aktiviert, glaube ich. Gut, da geht's nicht. Können wir kein Foto machen. So. So, liebe Schuhe. Ja, das war auch heute wieder. Ne? Die heutige Folge. Auch heute ist fertig. Kriegen die Kühe noch ein bisschen Futter. Fahren mal rein. Dann sage ich schon mal Tschüss um den Gewinkel. Und wieder eine Aufnahme ist ja schon fertig. Die nächste kommt bestimmt. Zwar eine Woche. Vielleicht kommt auch noch eine oder andere neue Abonnentenaktion dazu. Könnte ja sein, ne? Würde mich freuen. Genauso freue ich mich drüber, wenn ab und zu mal kommentiert wird. Oder geliked. Das ist symbolisch gesehen, ne? Also liken ist für mich symbolisch. Keine Ahnung, was er bringen soll. Aber es ist besser, wenn mein Daumen nach oben da ist, als wenn der Daumen runter geht, ne? Aber das kann ich eh nicht beeinflussen. Dann seid mal tschüss und ciao ciao. Jo. Morgen geht's trotzdem weiter, ne? Und zwar für mich in einer Woche. Tschüss.